Die Zeit läuft. Ja, Deutschland will klimaneutral werden bis 2045. Deutschland muss klimaneutral werden bis 2045. Deutschland muss schon viel schneller, viel mehr Sicherheit in seine Energieversorgung bekommen. Das heißt, was müssen wir tun? Der Schlüssel zu Klimaneutralität, der Schlüssel zu einer sicheren Energieversorgung, der Schlüssel zu einer effizienten, preiswerten Energieversorgung ist der massive Ausbau erneuerbarer Energien, der massive Ausbau von Sonne und Wind. Ich bin unserer Bundesregierung an der Stelle wirklich dankbar, dass sie ganz klar diese Zielstellung im Auge hat und ganz klar entsprechende Ausbauziele formuliert hat. Ihr wisst alle, wir wollen bis 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bekommen. 80% von dann 750 Terawattstunden Strom. Also wir haben einen deutlich steigenden Stromverbrauch, weil das über Elektrifizierung zu Dekarbonisierung. Denn diese 80% in 2030 bedeuten einen Zubau, den wir in Deutschland noch nie gesehen haben. Ist der möglich? Können wir den schaffen? Können wir den mit den aktuellen Rahmenbedingungen schaffen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, wir könnten es. Und das hat eine Voraussetzung. Wir sind ja als Projektentwickler von PV-Parks tagtäglich im Gespräch mit Kommunen, mit Städten, mit der öffentlichen Verwaltung, mit Flächeneigentümerinnen und Eigentümern, mit der Kommunalpolitik eben, mit finanzierenden Banken, mit ganz vielen Akteuren. Und was wir doch allzu oft erleben, wir alle wissen, Verwaltungsressourcen sind knapp, wir haben alle andere Themen, es gibt immer genug zu tun, aber wenn wir wirklich die Entscheidungen, die wir treffen können, konsequent und schnell heute treffen, haben wir alle Möglichkeiten, in den gegebenen Rahmenbedingungen viel, viel schneller zu werden. Und das heißt dann im Zweifelsfall, und das ist ein Fall aus der Realität, dass der Ortsrat in der Standortgemeinde erst den Aufstellungsbeschluss für den Solarpark fasst und dann das Grillfest organisiert. Also ihr seht, wir können was machen in den Rahmenbedingungen, wie sie sind. Das heißt, wir müssen entscheiden, wir müssen mutige Entscheidungen treffen. Wir müssen aber vor allem mutig sein darin, viele Entscheidungen zu treffen. Dann bekommen wir das Tempo, das wir brauchen. Dann klappt's. Ihr habt 30 Sekunden Zeit und könnt euch entscheiden, welche Entscheidungen ihr heute treffen wollt. Vielen Dank.